Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Dragon Age Origins. Wir sind auf der Suche nach unserem Vater. Hausmänner haben das Schloss angegriffen und haben nicht nur die Frau unseres Bruders und seinen Sohn getötet, sondern auch alle unsere Leute, die noch im Schloss verblieben sind. Wir bahnen uns jetzt also, kämpfen unseren Weg vor. Immer noch die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir unseren Vater noch finden. Auch wenn unsere Gegner ziemlich übermächtig sind. Ups. Meine Steuerung momentan nicht will. Wir müssen raus! Sie werden niemanden verschonen! Ja, ist schon klar, Jungs. Hier war gar keiner in eurem scheiß Zimmer, ihr Noobs. Pupsige Elfen. Wir müssen raus. Lauf! Ey, lasst meine Elfen in Ruhe, ja? Ich werde es tun. Wenn hier jemand den Arsch versohlt, dann bin ich das. Ja! Schon klar. Müssen ja alle mitten in der Tür drin stehen hier. Yep, ja, ja. Durch. Verdammt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Hier kommen wir nicht weiter. Daneben! Kannst mich mal am Arsch lecken. Sehr schön. Kauft ihr ein neues Gesicht? Ja, gibt's bei eBay für 5 Euro. Verdammt. Ey, mich umschubsen ist voll unfair. Ich werde es tun. Ich bin ein zart beseitetes Mädchen. Wir müssen uns einen Vorteil verschaffen. Ja, und man sollte nicht immer die WASD-Taste verklicken hier. Sehr schön. Betrachtet es als erledigt. Steht da nicht so gebückt rum, Diener. Hopp. Da noch mehr Diener in Gefahr. Oh je. Was ist denn da hinten? Diese Schweine haben nicht mal davor zurückgesteckt, unbewaffnete Diener niederzumetzeln, ey. Naja. Damit es keine Zeugen gibt. Kleinen feigen Schweine. Im Krieg und im Kampf sterben immer die Unschuldigen. Och nein, die haben sogar Nähen getötet. Das ist doch ätzend. Ich will gar nicht die Tür aufmachen. Oh je, oh je, oh, oh verdammt. Ach, da seid ihr ja. Ich hab... Bryce! ...mich gefragt, wann ihr kommt. Beim Erbauer, was ist los? Du blutest ja. Hausmänner haben mich zuerst gefunden. Hätten mich fast umgebracht. Diese Schweine. Warum zum Teufel macht Hau das? Er darf nicht damit durchkommen. Der König wird... Bryce, wir müssen dich von hier wegbringen. Wenn ich aufstehe, sterbe ich vermutlich. Dann müssen wir dich eben tragen. Passt. Aber auf, dass ihr nichts von mir verliert. Bryce, das ist nicht witzig. Sobald Hausmänner durch das Tor brechen, finden sie uns. Wir müssen fliehen. Ja. Jemand muss Fergus erzählen, was passiert ist. Das kannst du ihm selbst sagen, Vater. Ich wünschte, es wäre so. Bryce, nein. Der Gesindegang ist gleich hier. Wir können gemeinsam fliehen. Du brauchst einen Heilzauber. Das Schloss ist umstellt. Ich schaffe es nicht. Wenn wir dich hier verteidigen müssen.
Der Terran hat leider recht. Noch kennen die Männer Haus diesen Ausgang nicht. Aber sie haben das Schloss umstellt. Es wird schwer, an ihnen vorbeizukommen. Dann seid ihr Duncan, der graue Wächter? Ja, Herrin. Der Terran und ich wollten schon früher zu euch. Meine Tochter half mir, hierher zu kommen. Dem Erbauer sei Dank. Das überrascht mich nicht. Werdet ihr uns helfen, Duncan? Egal, was wir tun, wir müssen uns beeilen. Sie kommen. Duncan, ich flehe euch an. Bringt meine Frau und meine Tochter in Sicherheit. Das werde ich, Eure Lordschaft. Aber ich fürchte, auch ich muss euch um etwas bitten. Was ihr wollt? Habt nicht so lange, wir was hier passiert, ist nichts im Vergleich zu dem Bösen, das diese Welt bedroht. Ich kam auf der Suche nach Rekruten in euer Schloss. Angesichts der Bedrohung durch die dunkle Brut kann ich nicht mit leeren Händen abreisen. Ich verstehe. Sprecht ihr über mich? Moment mal, was ist mit Sir Gilmore? Ihr wart immer meine erste Wahl. Ich? Ich bringe die Terraner und eure Tochter nach Ostagar. Dort erzählen wir Fergus und dem König, was passiert ist. Und dann wird eure Tochter ein grauer Wächter. Habe ich auch noch was mitzureden? Hallo? Bin ich einverstanden. Vielleicht will ich gar kein grauer Wächter sein. Dann seid ihr bei den grauen Wächtern willkommen. Kämpft an unserer Seite. Nein, ich werde hier nicht weggehen. Hau will das Chaos nutzen, um aufzusteigen. Lass das nicht zu, mein Kind. Die Gerechtigkeit muss siegen. Aber wenn ich mitgehe, dann... Aber unsere Familie erfüllt stets ihre Pflicht. Die dunkle Brut muss vernichtet werden. Du musst gehen, zu deinem eigenen Wohl und für Ferelden. Ich tu's, Vater. Für dich. Gut, dann lasst uns rasch aufbrechen. Bryce, bist du sicher? Unsere Tochter wird nicht durch Hausverrat sterben. Sie wird leben und die Welt verändern. Geh mit Duncan, mein Schatz. Ohne mich ist eure Chance zu entkommen viel größer. Elinor. Sag nichts, Bryce. Ich werde jeden töten, der durch diese Tür kommt, um ihnen Zeit zu verschaffen. Aber ich werde dich nicht verlassen. Ich weiß, wie stur du bist. Und du wirst, egal was ich sage, nicht von deinem Plan abweichen. Deswegen kann ich euch beiden nur sagen, ich liebe euch beide sehr. Dann lebe, mein Schatz. Werde ein grauer Wächter. Und tue, was richtig ist. Ich werde Hau in den Arsch treten, sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Tut mir leid, dass es so gekommen ist. Unser Leben war gut. Wir haben alles getan. Nun ist es an unseren Kindern. Geh, mein Kind. Warne deinen Bruder. Wir lieben euch beide. Ihr macht uns stolz. Sie sind durch das Tor gebrochen. Wir müssen gehen, jetzt. Gib auf dich Acht. Ich werde euch niemals vergessen. Und Alhau wird dafür bezahlen, dieses miese Schwein. Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden Ich fallen. Verstehe. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Was ist das rosa Einhorn? Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet eine vielversprechende Rekrutin. Ich bin das nicht. Ist sie das? Nein. Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Das ist nicht nötig, Duncan.
Ihr seid Bryces jüngstes Kind, nicht wahr? Habe ich da so Stempel auf meinem Kopf? Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal persönlich begegnet sind. Ja, Euer Majestät. Mein Name ist Shirahime. Euer Bruder ist bereits mit den Männern aus High Ever angekommen. Aber wir warten noch immer auf euren Vater. Er ist gefallen, als unser Schloss eingenommen wurde. Gefallen? Was meint ihr damit? Duncan, wisst ihr etwas darüber? Taryn Cousland und seine Frau sind tot, Euer Majestät. Arl Howe hat sich als Verräter erwiesen und Schloss High Ever eingenommen. Ja, weil wir unsere ganzen Gruppen entsenden müssen. Wären wir nicht entkommen, hätte er uns getötet und euch irgendeine Geschichte aufgetischt. Wie auch immer. Ich kann es kaum begreifen. Wie konnte er nur glauben, mit einem derartigen Verrat durchzukommen? Sobald wir hier fertig sind, wende ich meine Truppen nach Norden und ziehe Howe zur Rechenschaft. Ihr habt mein Wort. Tja. Das ist jetzt zwar... Was soll ich dazu sagen, Euer Majestät? Ich finde das irgendwie arschig. Naja, vielen Dank, Euer Majestät. Ich bin mir sicher, ihr würdet gerne euren Bruder sehen. Leider sind er und seine Männer gerade auf Erkundungsmission in der Wildnis. Ehrlich gesagt brenne ich nicht gerade drauf, es ihm zu erzählen, Euer Majestät. Das bezweifle ich nicht. Ich bin mir sicher, ihr werdet ihn wiedersehen, sobald die Schlacht vorüber ist. Verzeiht mir, aber mehr kann ich nicht tun. Ich kann euch nur raten, euren Schmerz vorerst gegen die dunkle Brut zu richten. Oh, da wird die dunkle Brut nichts zu lachen haben. Vielen Dank, Euer Majestät. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliffe in weniger als einer Woche hier sein können. Königer, meistens eh den Kopf mit allem möglichen Zeug voll. Demon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon drei Schlachten gegen diese Bestien gewonnen. Und morgen wird es nicht anders sein. Das klingt, als sei die Verderbnis fast beendet. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Loghain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Ich bin noch keiner, aber ja. Tschüssi. Der König ist nicht besonders helle. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Du klingst trotzdem nicht wirklich beruhigt. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Warum nicht? Er scheint eine hohe Meinung von den Grauen Wächtern zu haben. Aber nicht hoch genug, um auf die Verstärkung der Grauen Wächter von Orlais zu warten. Er denkt, unsere Legende allein mache ihn unverwundbar. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Taryn Loghain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Wovon sprichst du? Welches Ritual? Um ein grauer Wächter zu werden, muss jeder Rekrut ein geheimes Ritual vollziehen, das wir den Beitritt nennen. Ja. Das Ritual dauert nicht lang, aber es bedarf einiger Vorbereitung. Wir müssen bald anfangen. Tja, was muss ich tun? Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Während ich mich um ein paar Dinge kümmere, kann dein Hund bei mir bleiben. Das Zelt der Grauen Wächter liegt hinter dieser Brücke. Wenn du uns brauchst, findest du uns dort. Nuki, du untreues Semmel. Aber er freut sich anscheinend, mit Duncan Gassi zu gehen. Das Zelt der Grauen Wächter liegt hinter der Brücke. Du findest mich dort. Ich laufe ein bisschen schneller, Duncan, wenn du nichts dagegen hast. Ich bin ja ein bisschen jünger wie du. Schubsfähigkeiten mal hier ausmachen.
Hallo, ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein. Rekrutin, wenn ich bitten darf. Ich habe Möpse. Möpse! Ich wette, dieser Ort hat schon seit Jahrhunderten nicht mehr so eine Betriebsamkeit erlebt. Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Ja, also, wo finde ich Duncans Zelt? Nicht weit von hier. Einfach geradeaus, direkt hinter dem königlichen Feldlager. Die meisten eurer Kameraden sind bei den Truppen im Tal. Aber die Rekruten sollen vorerst hier oben bleiben. Ich habe schon gehört, dass ich das Lager nicht verlassen soll. Ich suche einen grauen Wächter namens Alistair. Versucht es weiter nördlich. Ich glaube, er sollte den Magiern eine Nachricht überbringen. Erzählt mir etwas über Ostergar. Soweit ich weiß, war es vor langer Zeit eine Festung. Damals, als die Wilden in die Ebenen eingefallen sind. Ihr wart am östlichen Ende der Ruine. Der Turm von Ishal steht dort, aber Taryn Logan hat ihn bis zur Schlacht schließen lassen. Auf dieser Seite ist das Lager des Königs. Wir haben die Grauen Wächter, den Zirkel der Magie, die Kirche, die betet jede Menge die wichtige Persönlichkeiten. kann ich hier irgendwo Ausrüstung bekommen? Beim Quartiermeister. Ihr findet ihn ein Stück weiter im Nordwesten. Wo ist der König? Vermutlich in seinem Zelt. Er und Taryn Logan halten sich im südwestlichen Teil des Lagers auf. Der König verbringt allerdings viel Zeit mit seinen Soldaten, manchmal sogar ohne seine persönlichen Wachen. Das macht Taryn Logan wahnsinnig. Der Zirkel der Magie ist hier? Einige Magier ja. Sie haben sogar diese unheimlichen, ruhigen Typen mitgebracht. Diese Besänftigten. Wenn sie sprechen, läuft es mir immer kalt den Rücken runter. So kühl und ausgeglichen. Sie sind nördlich von hier, auf einem Fleck mit einer Horde Templer, die sie wütend anstarren. Ihr könnt sie nicht übersehen. Hör ich da Hundegebell? Das hier ist Ferelden, nicht wahr? Die Hundezwinger des Königs sind im westlichen Teil des Lagers. Die vielen Hunde verbreiten einen ziemlichen Gestank. Das sind allerdings keine süßen Welpen. Einige dieser Hunde haben die dunkle Brut gebissen und zu viel von ihrem Blut abbekommen. Es wirkt wie Gift. Ein langsamer, qualvoller Tod. Grauenhaft. Hättest du, wenn du sowas neuen Rekruten gleich am Eingang erzählst, da hat man gleich so ein wohliges Gefühl im Bauch. Ja. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Dann wünsche ich euch viel danke. Glück. Danke. Ich werde es wohl brauchen. Und so. Ui, Lübmümchen Revolution. Es tut mir leid, die Magier dürfen nicht gestört werden. Ihre Geister sind gerade im im Nichts? Das Nichts ist das Reich der Träume und das Land der Toten. So erzählen es uns zumindest die Magier. Wie auch immer, sie dürfen nicht gestört werden. Nicht einmal von den Grauen Wächtern. Ja, wie ihr wünscht. Tschüssi. Freak. Im Reich vom Nichts. Nicht mal von Grauen Wächtern. Ne. Ich bin doch gar kein Grauer Wächter, also darf ich rein, oder? Ja, schon gut. Hier stehen wir. Viele erwarten. Oh Gott. Der Tod ist nicht gleichbedeutend mit Versagen, Freunde. Solltet ihr ihn finden, dann werdet ihr nicht euren König im Stich gelassen, sondern dem Erbauer gedient haben. Wenn ihr in dieser Schlacht fallt, dann werdet ihr tot sein und keine Sau wird wissen, dass ihr je gelebt habt. Geht nicht freudig in den Tod, aber geht in dem Wissen, dass euer vergossenes Blut ist. Während hier diese nette Priesterin noch ihre Predigt hält und halt die Klappe, du bist schlimmer wie der Typ da in Skyrim, der immer rumschwafelt. Werden wir uns im nächsten Part wiedersehen und das Lager erkunden und so weiter und so fort. Bis dahin, ciao, ciao! Die fallen werden.